hallo, servus und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Probier TV. Es ist Polish Beer Friday und ich bin hier am Craft Beer Fest und neben mir steht jemand, mit dem habe ich schon mal geredet, und zwar ziemlich genau vor einem Jahr. Und da haben wir noch auf Englisch geredet. Wir haben nach dem Interview rausgefunden, Bartek, du sprichst richtig gut Deutsch. Servus. Servus. Schön, dich wieder zu sehen. Ja. Genau. Wir sind jetzt in Wien. Letztes Mal haben wir uns in Breslau getroffen. Ja. Ich kann mich daran erinnern, Browa Piwowski, ihr wart damals ganz, ganz neu am Markt. Ihr seid jetzt quasi ein Jahr alt. Fast ein Jahr. Nächstes Monat haben wir Geburtstag, ersten Geburtstag. Damals, als wir uns getroffen haben. Stimmt, wir waren haben, im Juni, ja, genau. Genau, das war im Juni. Das war unser allererstes Festival. Und zum ersten Mal haben wir unsere Produkte unseren Gästen und anderen Kunden einfach angeboten. Und ja, ein Jahr ist schnell rum und wir sind immer noch da. Aber was ist nach einem Jahr passiert? Also was hat sich bei Browa Piwowski verändert? Oder was, wie habt ihr euch entwickelt? Es hat sich echt viel geändert und wir sind einerseits stolz, aber auch sehr happy drauf. Wir haben neue Kunden gewonnen, neue Märkte. Seit einem Jahr hat es uns gelungen, auch schon im Ausland erste Flaschen und Fässer zu verkaufen. Wir arbeiten hart dran, einfach neue Kunden zu gewinnen und einfach gute Biersorten anzubieten. Ja. Du hast mir jetzt was gezapft, du hast gesagt, das ist ganz neues, ein Pilz. Genau, diesen Pilz haben wir vor einem Monat präsentiert, hat Premiere gehabt. Wir hatten oder haben im Angebot Biere wie IPAs, American Pale ja. Ale, Double IPA. Aber wir haben uns auch entschieden, seinen Klassiker zu machen. Pils, meiner Meinung nach, das ist so ein Bier. Jeder trinkt gerne Pils. Ja. Auch die Leute, die nicht unbedingt IPAs mögen, trinken gerne sein Bier. Also so ein Klassiker ist immer gut. Was ist wichtig, aber Pils ist nicht einfach zu machen. Das ist sehr klassisch. Also es ist jetzt hier nicht irgendwie, dass man sagt, da schmeckt man irgendeinen wilden Aromahopfen noch raus, sondern das ist wirklich ganz klassisch wie ein Pils. Wie ein Pils schmecken soll. Ja. Das war unser Ziel. Wir haben hier drei verschiedene Hopfensorten. Sas oder Satecki aus Tschechien. Ja. Dann auch eine Sorte aus Deutschland und polnische Hopfen auch dazu reingetan. Das ist unsere so Mischung. Okay. Und wir sind sehr zufrieden mit Ergebnissen. Aber ist das auch für jemand, wenn ihr sagt, auf einem Festival, es kommen drei Leute zu euch, zwei sind verrückt nach New England IPAs und einer sagt, ich kann mit den modernen Bieren nichts anfangen. Habt ihr nicht was Normales, dass ihr dann sowas anbieten könnt? Ja, genau. Das ist auch, das war auch diese Idee, dass wir mehr Leute ansprechen können, die vielleicht nicht unbedingt nach IPAs stehen, beziehungsweise diese neue Biersorte noch nicht kennen. Okay. Dann kann ich einfach so einen Klassiker anbieten, aber dann auch vielleicht andere Biere zur Verkostung geben und dann diesen Leuten zeigen, dass es was mehr gibt als nur solche Biersorten. Ja. Du hast aber auch gesagt, und das stimmt natürlich, einen Pilz zu machen ist auch nicht einfach. Ja, was war bei euch die Schwierigkeit? Oder warum glaubst du, dass das so ist, dass es nicht einfach ist? Weil es meiner Meinung nach, was im Pilz schwierig ist, also es muss wirklich schön klar sein. Und wenn ein Pilz was schief läuft, merkst du sofort. Also du kannst keine Fehler verbergen. Genau, bei IPAs, da gibt es verschiedene Techniken. Bisschen mehr Hopfen rein. Und dann geht noch. Ja. Und hier, wenn was schiefgelaufen ist, dann weißt du es sofort. Weil ich habe die Erfahrung in den USA gemacht, wenn du von einer Craft-Bier-Brauerei zur anderen gehst und auf einmal haben die alle Lagerbier oder Pils und du fragst, ihr habt jahrelang nur IPAs gemacht, mehr Hopfen, mehr Bitter, warum macht ihr jetzt auf einmal einen Pils? Und die sagen, ja, die Konsumenten fangen zu entscheiden, wer ein gutes Pils macht, macht gutes Bier. Und weil er weiß, wie es funktioniert. Und deswegen habe ich jetzt mal gefragt, was eure Idee dazu ist, aber es ist genau dasselbe. Also genau, passt super. Genau dasselbe, ja. Fest in Breslau, Wrocław, seid ihr wieder mit dabei? Wir sind mit dabei, ist schon in einem Monat, 4 Wochen. Also ja. Schon nicht lange, wir haben keine Zeit mehr. wir müssen dieses Jahr, das ist für uns echt Ehre, weil, wie du das weißt, wir haben letztes Jahr Festival gewonnen. Dieses Jahr haben wir diese Ehre, Festival Bier, also offiziellen Bier von Festival in Breslau zu brauen. Wow. Was das sein wird, werde ich das noch nicht erwähnen. Wir dürfen noch nicht. Das ist noch ein Geheimnis. Okay. Aber Hauptsache, es wird euch schmecken. Ich würde sagen, wir sehen uns in knapp 4 Wochen, glaube ich, sehen wir uns wieder in Breslau und dann verrate ich das Geheimnis, was das Festivalbier ist und wir trinken jetzt erstmal euer Pils. Danke. Ja, groß, cheers. Danke. Cheers.